Lesungen zum Ukraine-Krieg 2. Man sagt, gute Krieger und gute Buddhisten seien gleichermaßen umsichtig. Jedenfalls ist es irritierend, wenn man keinen ruhigen Geist hat. Nur die Aufmerksamen können sogar den Geist anderer befrieden. Der Charakter und die Gesinnung der Menschen wird an ihrem Verhalten offenbar. Selbst wenn niemand dich sieht, stelle dir vor, die Wände hätten Augen und vernachlässige deine Deckung nicht. In der Gegenwart anderer solltest du dir erst recht keinen Fehltritt erlauben. Selbst wenn du nur ein einziges Wort äußerst, sollte es nicht oberflächlich sein. Und auch wenn du die Schönheit von Blumen liebst, sollte dein Geist anmutig und ernsthaft sein und auf dieser Grundlage solche sinnlichen Vergnügen genießen. Selbst in geschlechtlichen Beziehungen zu anderen gibt es ohne Aufrichtigkeit keine wirkliche Sinnlichkeit. Wenn du nur an dich denkst, verwirren dich die Bedenken deiner Eltern und du lehnst ihre Anweisungen ab. Selbst wenn deine Eltern dumm sind, wirst du das Prinzip der Natur nicht verletzen, solange du ihnen folgst. In den allermeisten Fällen macht das, was Eltern ihren Kindern sagen, sowieso Sinn. Es wird allmählich an einem selbst offenkundig. All die Worte unserer Eltern, die wir vor langer Zeit in unserer Verwirrung ablehnten, sind wichtig. Du solltest selbst ein schlechtes Elternteil eher nachahmen als einen Fremden, denn so wird das Familienerbe übertragen und wird als persönliches Vermächtnis bekannt. Jeder sollte Buddhas und Gottheiten verehren, doch dabei gibt es Folgendes zu verstehen. Ob Buddhas in der Welt auftauchen oder Götter sich manifestieren, es ist stets zum Nutzen der menschlichen Gemeinschaft. Es hat nichts mit dem Verurteilen von Leuten zu tun. Sie regen vielmehr die Menschen an, ihren Geist zu reinigen, Güte, Gerechtigkeit, Höflichkeit, Glauben und Intelligenz walten zu lassen. Diese Grundlage missachten viele und drangsalieren die Bevölkerung im Namen des Glaubens, indem sie ihr Dinge wegnehmen, um Tempel und Klöster zu errichten. Sie geben vor, Gottheiten zu verehren und versammeln die Leute, um Zeremonien in Schreinen zu vollführen. Mir scheint, dies widerspricht dem Dienst an Buddhas und Geistern. Selbst wenn jemand keinerlei religiöse Praktiken ausübt und nie einen Schrein aufsucht, werden weder Buddhas noch Gottheiten ihn missachten, solange er mitempfindend und ehrlich ist. In den Köpfen solch reiner Menschen werden vor allem die große Göttin von Ise, der große Bodhisattva Hachiman und die Gottheit aus Kitano verweilen. Außerdem beten die Menschen nur in Schreinen und Tempeln, wenn sie in Schwierigkeiten stecken. Das wirkt eitel. Man sollte Buddhas und Gottheiten lediglich um einen guten Zustand im nächsten Leben bitten. Das könnte wirksam sein, doch selbst dies, so lehrt man, führt einen nicht direkt auf den wahren Weg. Wenn Menschen, die im Staatsdienst sein sollten, sich selbst herabsetzen, weil sie denken, sie seien der Aufgabe nicht gewachsen, ist das bedauerlich und töricht. Als Mensch geboren solltest du danach streben, die Massen zu übertreffen und anderen zu helfen. Es sollte ein Vergnügen sein, das Beste für andere zu geben, in jedem Leben. Dies allein ist der Zweck eines Bodhisattva. Das eigene Streben, dem eines Bodhisattva anzugleichen, ist die höchste Freude. Ein aufbrausendes Temperament ist entwürdigender als alles andere. Egal wie irritiert du bist, als erstes beruhige deinen Geist und unterscheide richtig und falsch. Erst wenn du dir sicher bist, im Recht zu sein, darfst du wütend werden. Wenn du aufgrund deiner eigenen Vorurteile aufbraust, werden die Menschen nicht eingeschüchtert sein, selbst wenn du dich noch mehr hineinsteigerst. Die Menschen sollten nur von der Wahrheit beschämt und eingeschüchtert sein. Ist etwas bloß ärgerlich, rege dich also ab und bedenke das Ganze nochmal. Es ist immer gut, wenn du bereit bist, einen Irrtum einzugestehen. Problematisch ist, auf einer bestimmten Ansicht und einem Verhalten zu beharren.
Es ist jedoch ebenso schlecht für dich und andere, wenn du meinst, Güte hieße, wie ein dreijähriges Kind zu kuschen, bloß nicht wütend zu werden und nichts zu verübeln, nie zu lamentieren und anderen eine Lektion zu erteilen. Andere werden dich dann als einen kennen, der mit allem, was andere tun und sagen, einverstanden scheint. Kritisiere lieber, was kritikwürdig ist, und bewahre dabei Geistesruhe, sodass du nicht als ignorant giltst.